Servus Leute, da sind wir wieder mit der nächsten Folge Staatsorganisationsrecht. Nachdem wir in der letzten Folge besprochen haben, welche staatlichen Organe es alles gibt und nachdem wir auch angefangen haben, über die Parteien zu berichten, kommen wir heute zum nächsten Punkt bezüglich der Parteien und auch zu den letzten Punkten. Dann sind wir nämlich mit den Parteien schon fertig. Es geht heute um das sogenannte Parteienprivileg und um die sogenannte Chancengleichheit innerhalb des Parteienprivilegs und um die sogenannte Parteienfinanzierung. Wir fangen an mit dem sogenannten Parteienprivileg. Das Parteienprivileg sagt im Kern aus, dass Parteien, welche noch nicht verboten wurden, nicht benachteiligt werden dürfen. Jetzt fällt uns natürlich wahrscheinlich spontan sofort die NPD ein. Was ist denn nun mit der NPD? Ja, da kommen wir gleich zu. Das Parteienprivileg ist also zunächst einmal auf Chancengleichheit aus. Das heißt, jede Partei muss die gleichen Chancen zugestellt bekommen haben. Egal, ob diese Partei jetzt links angehaucht ist oder rechts angehaucht ist oder grün angehaucht ist oder wie auch immer. Alle Parteien müssen gleich behandelt werden. Das ist im Prinzip der Demokratie und des Demokratieprinzips auch nur logisch. Weiterhin dürfen die Parteien auch nicht diskriminiert werden. Das ergibt sich natürlich auch aus dem Prinzip der Chancengleichheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, nochmal zusammengefasst, das Parteienprivileg sagt eigentlich nichts anderes, als dass die Parteien gleichgestellt werden müssen, solange sie nicht verboten sind. Ein Beispiel. Die Partei Pro NRW möchte sich in Ratingen ein Veranstaltungshaus zulegen. Falls irgendwer die Partei Pro NRW nicht kennt, es ist eine Partei, welche hier in NRW eben ansässig ist und ja, ich sag mal, schon eher leicht rechts angehaucht ist, sagen wir es mal so. Der Bürgermeister von Ratingen ist allerdings strikt dagegen, da er von der rechtsradikal angehauchten Partei nichts hält und sowieso glaubt, dass diese Partei bald vor dem Bundesverfassungsgericht verboten werden wird. Muss er der Partei Pro NRW gestatten, ein Veranstaltungshaus zu erwerben? So. Pro NRW ist noch nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. Was sagt uns das? Eine Partei, die nicht verboten wurde, unterliegt dem sogenannten Parteienprivileg. Sprich, die Partei darf nicht benachteiligt werden und es existiert das Prinzip der sogenannten Chancengleichheit. Der Bürgermeister muss der Partei Pro NRW also gestatten, ein Veranstaltungshaus zu erwerben, weil ansonsten die Parteien eben nicht gleich behandelt werden würden. Ganz einfach dargestellt. Ich habe jetzt hier in der Lösung habe ich jetzt geschrieben, grundsätzlich nein, da muss ein Ja hin, Leute. Also grundsätzlich muss er es der Partei gestatten. Also da muss ein grundsätzlich Ja hin. Siehe Chancengleichheit, Parteienprivileg. Nur mal als kleine Anmerkung, da habe ich mich verschrieben. So, das war das Parteienprivileg. Nun kommen wir zur sogenannten Parteienfinanzierung. Bei der Parteienfinanzierung haben wir oder unterscheiden wir zwischen der unmittelbaren Parteienfinanzierung und der mittelbaren Parteienfinanzierung. Wie so oft eben diese Unterscheidung zwischen unmittelbar und mittelbar. So. Unmittelbar heißt, dass die Partei direkt durch den Staat unterstützt wird. Durch Geld. Ganz einfach gesagt, durch Geld. Durch Banknoten. Mittelbar heißt, dass die Partei indirekt durch den Staat unterstützt wird. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass beispielsweise Mitgliederbeiträge oder Spenden, welche die Partei bekommt, nicht von Steuern umfasst sind. Sprich, die Steuern können abgesetzt werden, wenn man spendet oder Mitgliedsbeiträge zahlt. Das ist die mittelbare Parteienfinanzierung. Zur unmittelbaren Parteienfinanzierung müssen wir an dieser Stelle noch sagen,
dass nur Teilfinanzierungen zulässig sind. Sprich, es kann nicht sein, dass der Staat die Partei zu 100% finanziert. Warum kann das nicht sein? Nun ja, eine Partei, welche 100% vom Staat finanziert wird, würde verstaatlicht werden. Das bedeutet, dass der Staat im Prinzip schon, ja, ich sag mal, 100% hinter der Partei steht und 100% sich mit dieser Partei auch irgendwo identifiziert. Das geht einfach nicht. Das kann nicht sein, dass eine Partei zu 100% unterstützt wird. Und deshalb gibt es auch eine Grenze, die gesetzt wurde und die besagt, dass maximal 50% der Parteienfinanzierung vom Staat ausgehen dürfen, von der unmittelbaren Parteienfinanzierung, wohlgemerkt. Genau. Das war im Prinzip auch schon alles zur Parteienfinanzierung. Wie ihr gesehen habt, zwei relativ simple Themen. Das Parteienprivileg und die Parteienfinanzierung. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Bundestag, soweit ich weiß. Bundestag, ja genau, mit dem Bundestag machen wir in der nächsten Folge weiter und pirschen uns dann langsam, aber sicher weiter nach vorne. Demnächst kommen auch, wie gesagt, einmal ein paar Fälle. Ich möchte allerdings zunächst einmal wirklich die ganzen einzelnen Organe durchgehen, damit wir auch mehr besprechen können dann in den Fällen. Genau, bis dahin sage ich dann ciao, macht's gut, bis dann.